So Leute, draußen ist heute ein richtig schöner regnerischer Sommertag und deswegen habe ich mir gedacht, setzen wir uns doch heute hier einfach mal gemütlich an den Schreibtisch und schauen uns an, was meine brandneue PV-Anlage hier auf dem Dach schon so für Ertragswerte erzielen konnte. Alle die von euch, die es nicht mitbekommen haben, ich habe ja vor einigen Monaten eine große PV-Serie auf YouTube hier online gestellt. Das Ganze war vierteilig und hat euch bei dem gesamten Prozess von der Planung über die Materialbeschaffung, dem Bau und der Anmeldung der Anlage mitgenommen. Der Grundgedanke bei dem Projekt war ja, alles was man rechtlich selber machen darf, wird auch selber gemacht und so konnten wir natürlich eine ganze Menge an Kosten bei diesem Projekt einsparen. Wenn ihr also gerade mit dem Gedanken spielen solltet, euch eine eigene Anlage aufs Dach setzen zu wollen oder aber auch, wenn ihr Angebote einholt, schaut euch die gesamte Serie sehr gerne mal an, denn dort gibt es wirklich alle Infos von Anfang bis Ende, die bei jeglichem Bauprojekt in der Art wirklich Gold wert sein können. Allerdings findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Bevor wir uns jetzt hier aber meine schön angefertigte Excel-Tabelle anschauen, wo wirklich alles drin ist von der PV-Erzeugung, Netzbezug, Einspeisungskosten und so weiter, um am Ende dann auch zu erfahren, wie schnell sich meine Anlage hier amortisieren kann, würde ich sagen, gebe ich euch nochmal einen ganz schnellen Überblick, aus welchen Komponenten meine PV-Anlage überhaupt besteht. Grundsätzlich muss man schon sagen, dass mein Dach hier oben sehr ideal ist. Bedeutet, es ist nicht zu steil, es ist ein Trapezblech, das heißt die Montage war auch sehr einfach und vor allem, das ist das Allerwichtigste, das Dach ist exakt südlich ausgerichtet. Mit einer großen Freifläche davor, sodass hier die Sonne wirklich ideal aufs Dach fällt. Dementsprechend habe ich mich natürlich auch entschieden, das gesamte ca. 80 Quadratmeter große Dach mit PV-Modulen voll zu belegen. Das resultierte dann in insgesamt 39 Modulen mit jeweils 405 Watt Peak an Leistung, was dann zu einer Gesamtanlagenleistung von ca. 16 kW Peak führte. Meine PV-Anlage besteht aus zwei Strängen, wo ich die Kabel dann in das Erdgeschoss geführt habe, wo der Wechselrichter angebracht ist. Als Wechselrichter habe ich ein Fronius Symo 17,5 genutzt, der auf drei Phasen einspeisen kann, aber aktuell keine Batteriespeicher unterstützt. Darauf werde ich übrigens nachher bei der Datenauswertung auch nochmal eingehen, ob sich vielleicht bei mir wirklich ein PV-Speicher lohnen könnte und dort gibt es auch noch ein paar spannende Fakten für euch, wenn ihr noch mit dem Gedanken spielt, hey, brauche ich jetzt für den Anfang wirklich einen PV-Speicher oder reicht es vielleicht auch, wenn ich mir den erst nach ein paar Monaten hinzukaufe. Das also erstmal so allgemein zu meiner PV-Anlage. 16 kW Peak, perfekt südlich ausgerichtet und ein Wechselrichter, der auf drei Phasen einspeisen kann. Bei der Betrachtung der Rentabilität einer PV-Anlage finde ich es auch immer wichtig, transparent damit umzugehen, was hier so im Gebäude alles abgeht. Das heißt, was habe ich hier für Heizquellen, was habe ich für Verbraucher, beziehungsweise wofür wurde der Strom hier hauptsächlich genutzt und wie habe ich das Ganze auch gesteuert. Grundsätzlich muss man sagen, dass das Gebäude hier kein klassisches Wohngebäude ist. Das heißt, hier sind auch keine Wohnungen drin, hier wohnt jemand nicht 24/7 oder so. Hier sind lediglich ein paar abgeteilte Räume, wo ich manchmal meine Schnittarbeiten mache, wo aber zum Beispiel auch eine Luftwärmepumpe installiert ist. Außerdem haben wir hier vorne vor dem Haus ja meinen DIY Tesla Supercharger stehen, der zum PV-Überschussladen fungiert, wo wir jetzt im Prinzip schon seit März ausschließlich zwei Elektroautos mit reinem PV-Überschuss laden. Außerdem steht in dem Gebäude hier eine kleine Serverinfrastruktur, die eine Dauerlast von ca. 400 Watt hat. Das heißt, ich glaube, wir kommen hier, und das sehen wir auch gleich bei der Auswertung, doch schon auf einen sehr stolzen Verbrauch, der auch mit den meisten Einfamilienhäusern gut mithalten kann. Das also mal jetzt hier zum Gebäude. Wie habe ich aber meine Energie gemanagt? Nun ja, einige von euch werden es wissen, ich nutze dazu wirklich sehr gerne den Solarmanager. Das ist ein kleines, cooles Gerät, was man entweder per Hutschiene in seinem Zählerschrank installieren kann oder aber auch in der Form eines ganz normalen Raspberry Pi einfach an seinen Router irgendwo im Keller schließen kann. Im Prinzip sind das beides kleine Computer, die das gesamte Energiemanagement in eurem Haus übernehmen können. Dann könnt ihr dort eine Vielzahl an Geräten per Webinterface und Smartphone-App hinzufügen und diese dann wirklich schlau steuern. Bedeutet zum Beispiel, wenn ihr eine Wallbox habt, die hier kompatibel ist, könnt ihr exakt sagen, ich will jetzt, dass mein Auto nur rein PV-Überschuss lädt und dann steuert das Gerät hier wirklich alles komplett. Bedeutet, ab 6 Ampere einphasig beginnt euer Auto zu laden mit 1380 Watt, sofern dieser Überschuss natürlich verfügbar ist. Der PV-Überschuss
ist dabei der Strom, den ihr sonst einfach ins Netz einspeisen würdet. Und wir wissen alle, den selbst erzeugten Strom vom Dach sollte man am besten komplett selber nutzen, da sich das Ganze dann am besten rentiert. Sehen wir hier gleich auch in der Auswertung. Sollte dann mehr Überschuss verfügbar werden, zum Beispiel am Anfang des Tages, wo die Sonne gerade aufgeht, dann wird euer Auto auch immer schneller geladen. Das heißt, dann geht es erst auf 7 Ampere, 8 Ampere, 9 Ampere. Das wird alles hier von dem Gerät übernommen und das ist wirklich nur hier ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn damit könnt ihr auch wieder Wärmepumpen verbinden. Kleine Schalter, smarte Steckdosen, im Prinzip alles smart machen, was ihr nur wollt. Ich wollte euch die beiden Geräte deswegen einfach hier nochmal zeigen. In meiner PV-Serie gibt es alles nochmal ausführlich. Nur einmal kurz noch als Klarstellung, da ich diese Frage immer wieder gehört habe. Es gibt einmal den normalen, nenne ich ihn mal, den Solarmanager und hier den für die Hutschiene. Im Prinzip sehen die beiden nur anders aus, die Innereien sind sehr, sehr ähnlich. Das heißt, die Software ist identisch auf beiden Geräten. Der einzige Vorteil, den hier das Hutschienenmodell hat, ist, dass wir hier zum Beispiel noch mehr Kommunikationsschnittstellen haben, die man im Normalfall aber nicht unbedingt benötigt. Ich weiß auch, die Geräte sind leider ziemlich teuer, aber ich kann euch sagen, ich war auch erst skeptisch, habe mich dann aber wirklich voll überzeugt gefühlt, als ich gesehen habe, wie frequent hier wirklich Updates gepusht werden, wie schnell neue Geräte unterstützt werden. Das ist wirklich schön mit anzusehen. Links dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Lasst uns hier nun also zur Auswertung kommen und ich kann euch versprechen, ich habe hier wirklich einige Daten, die gleich sehr, sehr spannend werden und ich glaube, da kann jeder von euch ein bisschen was mitnehmen. Als allererstes muss ich einmal ganz kurz klarstellen, dass meine Anlage noch kein ganzes Jahr läuft. Und bevor jetzt hier die große Furore in den Kommentaren ausbricht, wie willst du denn dann sagen hier, was hast du im Jahr verbraucht und so weiter? Ich hatte vor dieser Anlage ja schon eine andere PV-Anlage auf dem gleichen Dach hier und das auch über ein Jahr. Und deswegen kann ich hier, sag ich mal, eine sehr gute Prediction abgeben mit den Werten, die ich jetzt über ein halbes Jahr gesammelt habe, wie sich der Verbrauch jetzt über das restliche Jahr verhalten wird. Das wird natürlich nicht zu 100% genau sein, aber ihr könnt mir glauben, ich habe hier wirklich gewissenhaft gearbeitet und das Ganze lieber ein bisschen pessimistischer berechnet. Außerdem habe ich später ja auch noch einen Regler, wo wir ein bisschen rumdrehen können und, sag ich mal, auch meine Ergebnisse nochmal prozentual nach oben und unten korrigieren und dann mal schauen, wie das sich auf die Amortisierung der Anlage auswirkt. Jetzt lasst uns aber hier anfangen und ihr seht schon, hier oben haben wir drei Hauptzeilen. Einmal mit dem Verbrauch, der Erzeugung der Anlage, dem Netzbezug und dem Export, das heißt der Einspeisung des Stroms. Hier links sehen wir einmal die Monate und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt hier mal an. Im Januar ist natürlich deutlich, war die Erzeugung deutlich niedriger. Wir sprechen hier immer von Kilowattstunden. Das heißt, dort hat die Anlage nur 315 Kilowattstunden an Energie produziert und das ist auch deutlich, denn im Winter, da liegt der Schnee auf der Anlage drauf. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein, da war auch richtig ein fetter Placken drauf. Ab und zu guckt dann nochmal eine Zelle durch, aber diese Gesamtverschattung der Anlage, da kommt einfach nicht so viel rum. Wenn wir uns daneben jetzt mal den Verbrauch von 443 Kilowattstunden in diesem Monat anschauen, sehen wir, okay, eigentlich ist das ja gar nicht so weit von der Erzeugung weg. Warum habe ich dann aber immer noch 255 Kilowattstunden vom Netz beziehen müssen? Nun ja, was wir immer nicht vergessen dürfen, es gibt natürlich auch Nächte. Und ich hatte vorhin schon angesprochen, ich habe hier eine kleine Serverinfrastruktur, die 24/7 Strom zieht und da kommt sowas natürlich dann zustande. Wenn ich natürlich einen PV-Akku in dem Gebäude hier hätte, würde das schon ganz anders aussehen. Dazu kommen wir aber später noch. Exportiert im Januar wurden 137 Kilowattstunden, also tatsächlich auch eine relativ große Menge hier von der eigentlichen Erzeugung. Ich werde jetzt nicht hier auf jeden Monat im kleinsten Detail eingehen. Ihr könnt das Video ruhig pausieren und euch die Werte in Ruhe anschauen. Ich finde aber, man sieht hier ganz gut, gerade bei der Erzeugung, einen Trend nach oben, gerade gegen Sommer. Also schon im Februar habe ich mehr als die doppelte Erzeugung wie im Januar. Im März geht es dann quasi nochmal wieder aufs Doppelte hoch, im April dann auch fast das Doppelte, im Mai flacht es dann ein bisschen ab und jetzt Juni, Juli, sag ich mal, das waren so die Top-Monate meiner PV-Anlage mit bis zu 2450 Kilowattstunden an Produktion. Ihr seht, auch ganz spannend und es mag vielleicht bei längerer Hinsicht einige von euch verwirren. Leo, was ist mit deinem Verbrauch? Warum ist der denn so krass unterschiedlich? Also hier im Januar nur 430 Kilowattstunden und im Juni, Juli schon über 1100 Kilowattstunden.
Nun ja, wie vorhin schon angemerkt, wir laden unsere E-Autos mit dem Strom und das ist hier eine so der Hauptverbrauchsquellen. Im Sommer ist natürlich mehr Strom da, das heißt, es wird mehr aus der PV-Anlage hier rausgezogen und man muss natürlich auch sagen, die von euch, die meine Videos aufmerksam verfolgen, wissen, dass ich über die letzten Monate ein Bitcoin-Mining-Experiment gemacht habe, wo ich hier wirklich hohe Verbraucher ganz lange laufen hatte. Dadurch kam das dann einfach zustande. Parallel zu der Erzeugung sehen wir natürlich auch hier beim Export einen Trend, der sich dementsprechend anpasst. Das heißt, auch hier geht das Ganze hoch. Im Mai haben wir hier sogar fast 2000 Kilowattstunden eingespeist. Das ist schon eine ganz schöne Ansage. Lasst uns deswegen mal als erstes jetzt zu den Ergebnissen kommen, die ich wirklich klar aussagen kann. Das heißt, von Januar bis Juli. Der Verbrauch lag da bei ca. 5000 Kilowattstunden, die Erzeugung bei über 10.000 Kilowattstunden, der Netzbezug bei 1200 Kilowattstunden und der Export bei krassen 6700 Kilowattstunden. Das muss man sagen, ist natürlich so für einen Halbjahrestrend schon eine ganz schöne Menge an Energie, die hier auf verschiedenen Kanälen geflossen ist. Darunter habe ich jetzt einmal die Ergebnisse für ein Jahr berechnet und habe das Ganze so angestellt, dass ich zu den jetzt Halbjahresergebnissen nochmal 70% davon oben raufgerechnet habe. Wir sind hier jetzt fast durchs halbe Jahr durch, ein bisschen mehr, das heißt, ich wollte nicht 100% rauflegen, das wäre auch nicht realistisch gewesen, 80 auch nicht. Das heißt, ich habe mir auch die Werte meiner vergangenen PV-Anlage aus dem letzten Jahr angeguckt und 70% waren hier ein recht guter Mittelwert. Bedeutet, laut meiner Schätzung werde ich in diesem Jahr bis Dezember ca. 8600 Kilowattstunden verbrauchen. Die Erzeugung wird dann bei ca. 17.000 Kilowattstunden liegen. Das ist schon echt der Wahnsinn. Der Netzbezug bei ca. 2000 Kilowattstunden und der Export bei 11.000 Kilowattstunden. Das ist natürlich schon mal eine ganz schöne Menge. Wenn ihr übrigens auch mal so eine Excel-Tabelle angefertigt habt und eure Werte teilen wollt, haut die gerne mal unten in die Kommentare, weil ich glaube, es gibt auch viele Neulinge, die davon profitieren können, wenn man einfach auch mal ortsabhängig, das heißt, schreibt gerne den Standort dazu, sehen kann, wie viel so eine PV-Anlage produzieren kann. Ich würde sagen, wir scrollen jetzt hier mal ein bisschen weiter und dort wird es jetzt nämlich nochmal spannend. Wir arbeiten nämlich ein bisschen mit Prozenten und hier können wir schon sehr, sehr viel rausziehen. Denn Thema Autarkie ist natürlich super, super wichtig. Umso mehr Autarkie wir im Jahr erzielen können, umso weniger müssen wir am Ende noch an unseren Strombetreiber bezahlen, umso mehr sparen wir und umso schneller amortisiert sich auch die Anlage. Bedeutet, hier in der Spalte sehen wir den Direktverbrauch und dazu dann auch die prozentuale Autarkie der jeweiligen Monate. Und hier sehen wir natürlich im Januar, wo sehr wenig vom Dach runterkommt, ist die Autarkie auch dementsprechend gering, wo man hier aber bei mir sagen muss, dass 40% noch ziemlich gut sind. Und da muss man einfach hier dem Solarmanager wirklich einmal auf die Schulter klopfen, denn der hat die Energie halt so gemanagt, dass meine Autarkie möglichst hoch gehalten wird. Und das sieht man in diesem Trend des Jahres auch wirklich ganz gut. Das heißt, die Autarkie wird hier jeden Monat immer ein bisschen größer und so ab März, April sehen wir dann wirklich hohe Sprünge und dann April bis Juli war ich hier wirklich meistens über 80% autark dabei und das ist schon ziemlich cool. Hier in dem einen Monat im Juli waren es jetzt sogar fast 90% Autarkie, das heißt, ich musste nur knapp 10% meiner Energie aus dem Netz noch beziehen. Das ist ohne PV-Akku schon ziemlich, ziemlich gut. Wenn wir uns das jetzt mal von Januar bis Juli angucken, entspricht das einer durchschnittlichen Autarkie von ca. 71% und das aufs Jahr gerechnet wird dann ungefähr bei 60% Autarkie liegen. Spannend finde ich, und dort kann man jetzt schon wieder einiges rauslesen, ist hier tatsächlich der prozentuale Anteil des Direktverbrauchs von der Gesamt-PV-Erzeugung. Das heißt, wie viel von der gesamten Erzeugung konnte ich tatsächlich selber 1:1 in dem Moment nutzen. Und da sieht man tatsächlich, es gibt noch einiges zu tun für mich. Im Januar, wo natürlich die Gesamterzeugung recht niedrig war, ist der Direktverbrauchsanteil dementsprechend auch höher, flacht hier jetzt aber zum Sommer hin und gerade im Mai sehen wir das krass, krass ab. Also man sieht, im Mai habe ich tatsächlich nur 16% meiner PV-Erzeugung direkt verbrauchen können und das ist natürlich nicht sonderlich ideal. Denn damit sich so eine Anlage möglichst schnell amortisiert, müssen wir möglichst viel Strom, der in dem Moment vom Dach kommt, auch selber nutzen, weil es sich so einfach viel mehr lohnt, als wenn wir die Energie erst einspeisen für 7 Cent und dann für 30 Cent wieder neu beziehen müssen. Ist, glaube ich, logisch.
Das hat dann jetzt tatsächlich auch nichts mit dem Solarmanager zu tun, sondern hängt einfach daran, dass die Anlage hier auf dem Gebäude so groß ist und der Verbrauch von denen auch zwei Elektroautos so niedrig im Vergleich ist, dass ich hier einfach mehr Verbraucher bräuchte, damit sich das Ganze noch schneller rechnet. Das fand ich schon ganz schön krass. Also wir sehen dann hier von Januar bis Juli war der Direktverbrauchsanteil bei ca. 40%. Auf ein Jahr gerechnet wird es bei so knapp über 30% liegen. Da gibt es also noch einiges zu tun. Mit den Werten habe ich auch mal ausgerechnet, wie viel Kilowattstunden ich pro kW-Peak auf dem Dach hier erzeugen konnte. Und das ist wirklich auch ein Spitzenwert. Ich lag hier also bei 1118 Kilowattstunden pro kW-Peak Erzeugungsleistung auf dem Dach. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut und hängt aber natürlich hier auch mit der Idealausrichtung und einem wirklich super Standort meines Gebäudes hier zusammen. Jetzt lasst uns hier aber mal ein Stückchen runterscrollen und zu den wirklich sehr, sehr spannenden Ergebnissen kommen. Denn wie sieht's denn mit der Amortisierung meiner PV-Anlage aus? Und dazu müssen wir natürlich hier einige Faktoren mit reinnehmen. Als erstes einmal schauen wir uns jetzt aufs Jahr gesehen an, wie viel ich von meiner PV-Erzeugungsleistung direkt verbrauchen konnte. Das heißt, das ist die Energie, die vom Dach runterkam und die ich hier sofort nutzen konnte. Andersrum gesehen, wäre das ja ohne PV-Anlage die Energie gewesen, die ich vom Netzbetreiber hätte beziehen müssen, und da liegt der Preis gerade bei ca. 30 Cent pro Kilowattstunde. Das multipliziert bedeutet, dass ich in diesem Jahr ca. 1950 Euro sparen werde, nur durch den Direktverbrauch der Anlage. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Gehen wir aber weiter, denn es gibt natürlich auch noch die Einspeisung meiner Anlage, die bei ca. 11.400 Kilowattstunden dieses Jahr liegen wird. Das gerechnet mit einer Einspeisevergütung von ca. 7 Cent, da liegt die ja gerade so, wären auch nochmal ca. 800 Euro, die ich obendrauf gespart hätte bzw. ja wiederbekommen. Jetzt gab es natürlich auch noch über die Nacht einen gewissen Netzbezug, der auch gar nicht so niedrig war und hier mit 2000 Kilowattstunden ins Gewicht schlägt. Das mit dem aktuellen Kilowattstundenpreis meines Strombetreibers hier auch von so circa 30 Cent bedeutet, dass ich hier 630 Euro bezahlen müsste. Ihr seht aber schon, zwei grüne Werte und nur ein kleiner roter Wert bedeutet, die Einsparung in diesem Jahr würden bei mir bei 2113 Euro liegen. Das ist doch schon mal ziemlich, ziemlich krass, wie ich finde. Die Investitionskosten für meine PV-Anlage, also den Bau dieser, lagen bei 11.733 Euro. Da muss man sagen, das ist schon wirklich ein ziemlich, ziemlich guter Preis und das Ganze konnte ich nur erzielen, da ich halt viel selber gemacht habe. Wie gesagt, in der PV-Serie nehme ich euch dabei den Prozessen mit. Hier haben wir also nun unsere Zahlenwerte und ich weiß, ihr seid genauso gespannt wie ich. Wie sieht's mit der Amortisierung aus? Und ich scrolle hier einfach mal runter. Und ihr seht, mit den aktuellen Werten würde die Amortisierung meiner Anlage hier in 5,6 Jahren stattfinden. Bedeutet, nach 5,6 Jahren wäre das hier alles abbezahlt und das ist natürlich ziemlich, ziemlich cool. Ich habe hier rechts ein kleines Sternchen gemacht, denn wie am Anfang schon erwähnt, ich habe ungefähr die Hälfte des Jahres ein bisschen abgeschätzt. Ich glaube aber, dass das schon eine gute Schätzung war. Könnt ihr gerne mal Feedback zu in den Kommentaren lassen. Spannend finde ich auch tatsächlich, was ich aktuell an Strom bezahle, denn ihr seht, die Einspeisung hier ist doch deutlich höher als der Netzbezug im Jahr und diese beiden Werte gegengerechnet bedeutet, dass ich am Ende des Jahres tatsächlich noch mit 170 Euro plus hier rausgehe. Das heißt, im Endeffekt bezahle ich hier für meinen Strom gar nichts, sondern bekomme am Ende des Jahres nochmal schön 170 Euro auf die Hand gedrückt. Das also jetzt mal zu den Werten. Ich habe euch aber ja noch gesagt, ich habe eine kleine Stellschraube eingebaut, denn ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, hey, du warst ein bisschen zu optimistisch mit deiner Halbjahresberechnung und so weiter. Okay Leute, deswegen lasst uns hier mal rumspielen und mal sagen, ich würde jetzt, sag ich mal, 20% weniger aus meiner Anlage herausbekommen, das heißt weniger Einsparung haben, dann würde die Amortisierung hier schon auf circa 7 Jahre ansteigen, was aber auch noch ziemlich gut ist. Andersrum, sollte jetzt nochmal hier wirklich richtig Sonne rauskommen und wir würden sagen, hey, auf einmal kriege ich doch 10% mehr als meine Schätzung raus, ändert sich hier die Amortisierung schon mal schnell von 5,6 auf 5 Jahre. Ihr seht hier also schon wirklich, kleine Nuancen machen viel aus und besonders spannend wird es natürlich jetzt, wenn wir uns anschauen, hey, was wäre denn gewesen, hätte ich einen PV-Akku gehabt? Und das ist natürlich jetzt nicht so einfach zu berechnen, ich habe es auch jetzt nicht super scientific hier irgendwie gemacht, sondern ich habe mir einfach angeschaut, was hatte ich denn über die Monate für einen Netzbezug, habe den dann einfach mal durch 30 für 30 Tage geteilt, um zu schauen, wie viel denn hier durchschnittlich pro Tag wohl angefallen ist. Und das waren so 8,5 Kilowattstunden hier im Maximum.
Maximum im Januar. Ich würde mal denken, wenn wir das jetzt tagbezogen angucken, können das auch mal 10, 12, 15 Kilowattstunden gewesen sein, die dann aber natürlich auch zu gewissen Einsparungen im Netzbezug geführt hätten. Und wenn wir uns die Ergebnisse hier nochmal fürs Jahr anschauen, 2000 Kilowattstunden, das ist dann schon eine ganz schöne Menge. Wir haben es hier gesehen, 634 Euro, die könnte man wahrscheinlich nochmal ein ganzes Stück mit dem Speicher runterfahren. Wenn ich jetzt hier einmal ins Internet gehe und mir mal einen schönen 12,8 Kilowattstunden Speicher angucke, liegt der bei so circa 8000 Euro. Also damit rechnen wir jetzt einfach mal, packen hier nochmal 8000 Euro rauf, dann wären wir ungefähr bei 19.000 Investitionskosten und dann sehen wir, springt natürlich die Amortisierung hier schon ein bisschen höher, aber ich meine, 9 Jahre ist auch noch verdammt okay. Die Speicher hier schön mit Lithium-Eisenphosphat halten lange, sind extrem zyklenfest, deshalb sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich sag mal, wenn wir jetzt den Netzbezug hier auch nochmal auf vielleicht, sagen wir mal, 400 Kilowattstunden im Jahr runterkriegen, dann seht ihr, geht die Amortisierung hier natürlich auch wieder runter. Wie gesagt, ist jetzt hier nicht sehr wissenschaftlich irgendwie berechnet, aber ihr seht, ein Speicher würde die Amortisierung jetzt nicht unendlich weiter höher treiben und nach der Amortisierung natürlich nochmal deutlich mehr Kosten einsparen. Ja Leute, ich finde das Thema super spannend und mir hat die Auswertung meiner Anlage hier auch super viel Spaß gemacht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Hättet ihr das so erwartet? Schreibt gerne mal eure Daten eurer PV-Anlage mit Ausrichtung und so weiter in die Kommentare, dass wir da ein bisschen in Austausch kommen können und vielleicht auch Neulinge in dem Thema einfach mal einen guten Überblick über so Ertragswerte bekommen können. Meine Tabelle findet ihr natürlich auch einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr die einfach downloaden, euch mal ein bisschen selber durchklicken, Werte eintragen und so weiter. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr mehr Interesse für das Thema habt, abonniert gerne den Kanal, schaut euch meine lange und wirklich sehr aufwendig produzierte PV-Serie an, das würde mich freuen. Ihr findet ansonsten auch viele Links zu Beratung für PV-Anlagen, zu Materialbeschaffung und so weiter. In der Videobeschreibung könnt ihr auch gerne mit mir persönlich in den Kontakt treten, E-Mails findet ihr unten und dann helfe ich euch da auch gerne weiter. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns frisch in der nächsten Woche wieder. Ich weiß, das Video war jetzt ein bisschen länger, aber das kann ja auch mal sein. Deswegen lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, euch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!